Donald Henry Gaskins. Er wurde am 13. März 1933 in Florence in South Carolina geboren. Seine Mutter hatte zahlreiche Liebhaber, die den kleinen Donald schlugen und misshandelten. Als seine Mutter wieder heiratete, wurden er und seine vier Halbgeschwister häufig mit Prügel bestraft. Die Mutter griff niemals ein. Da Gaskins sehr schmächtig war, wurde er in der Schule Peewee genannt und er prügelte sich oft mit den anderen Schülern. Mit 11 Jahren schmiss er die Schule und half in einer Autowerkstatt aus. In dieser Werkstatt traf Gaskins 2 Jungen, mit denen er eine kleine Gang bildete. Sie brachen in Häuser ein und missbrauchten andere Kinder. Nachdem sie die kleine Schwester eines der Jungen vergewaltigt hatten, trennte sich die Bande. Gaskins brach allerdings weiter in Häuser ein und verletzte mit 13 Jahren bei einem seiner Einbrüche ein junges Mädchen schwer mit einer Axt. Er wurde in eine Besserungsanstalt gebracht und blieb dort 5 Jahre lang. Mit 18 arbeitete Gaskins auf einer Tabakfarm und brannte dort mehrere Felder nieder. Vom Chef zur Rede gestellt, erschlug er dessen Tochter mit einem Hammer. Er wurde verhaftet und ins Gefängnis gebracht. Dort beging er direkt einen weiteren Mord, indem er einen Mitgefangenen die Kehle durchschnitt. 1955 floh er aus dem Gefängnis, konnte aber bald wieder gefasst werden. 1961 wurde er wieder entlassen. Innerhalb von 7 Jahren heiratete er 2-mal und wurde ebenfalls 2-mal wegen Vergewaltigung inhaftiert. 1969 begann seine Mordserie. Sein erstes Opfer wurde eine Tramperin, die er folterte, vergewaltigte und in einem Sumpf ertränkte. Angeblich zwang er manche seiner Opfer, Teile von sich selbst zu essen. Innerhalb von 6 Jahren verschwanden 80 junge Männer entlang der Highways von North Carolina. Vermutlich gehen auch einige dieser vermissten Fälle auf Gaskins Konto. Selbst seine eigene Nichte missbrauchte und ermordete er. 1973 prahlte er in seiner Stammkneipe mit den Taten, doch nahm ihn dort keiner ernst. Kurz darauf folterte, missbrauchte und tötete er eine Bekannte und deren 2-jährige Tochter. 2 Jahre später beging er sogar einen Auftragsmord und tötete gleich danach auch noch die Auftraggeber. Sie hatten versucht, ihn zu erpressen. Auch 2 Einbrecher, die in Gaskins Werkstatt einbrachen, fielen ihm sehr schnell zum Opfer. Die Polizei wurde hellhörig. Sie untersuchte schon seit einiger Zeit zahlreiche Vermisstenfälle und Gaskins geriet immer mehr unter Verdacht. Man fand auch einige von Gaskins Opfern in ihren Gräbern in den Wäldern und in Sümpfen. Am 27. April 1976 wurde Gaskins und ein gelegentlicher Komplize von ihm angeklagt und später auch verurteilt. Er wurde zu 7-mal lebenslänglich für 7 Morde verurteilt. Nachdem er allerdings im Gefängnis einen Auftragsmord begangen hatte, wurde er zum Tode verurteilt. Gaskins wurde zwar für insgesamt 8 Morde verurteilt, doch glauben viele an weit mehr als 100 Opfer. Am 6. September 1991 wurde Gaskins auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet.